Herzlich willkommen zu dem katastrophigsten Katastrophen-Let's Play der gesamten Katastrophie. Ich bin so fertig. Liegt am Wetter. Ist viel zu warm. Aber mal schauen, vielleicht war es sowieso erstmal die letzte Aufnahmesession. Aber wie gesagt, ab jetzt kommen die Prüfungen und so ein Zeug. Das heißt, ist wahrscheinlich jetzt erstmal die letzte Folge, die ich aufnehme. Für euch geht natürlich direkt Teamless weiter. Deswegen habe ich das auch jetzt im Voraus aufgenommen, damit für euch da keine Unterbrechung kommt. Der ganze Scheiß war jetzt natürlich alles vollkommen für die Katz. Achso, nee, Draht wollte ich ja mit in die andere Kiste da packen. Hier rein. Kiste voll. Beziehungsweise nein, die sollte nach unten immer. So. Ah. Die Äpfelpackung war auch hier in die Kiste rein. Da sind sogar schon ein paar. Und der Scheiß kommt nach unten, du kommst nach da. Und dann. So, machen wir zuerst die Tische. Dann kommt das Bett hin, das Nachttisch kommt. Ach, irgendwie, keine Ahnung. Werden wir sehen, wie rum was machen. So. Ja, das. Ich dachte, ich wollte eigentlich gerade den Apfel aufheben, aber ist ja fast dasselbe. So. Bam. Jetzt mal überlegen, wie machen wir das Ganze organisatorisch? Ich würde sagen, das Bett kommt immer schön hier in die Ecke. Willst du mich jetzt gerade verarschen oder ist gerade der Zwerg einfach schon wieder so komplett tot? Ah. Schon besser. So, das Tischlein kommt hier hin, die Lampe kommt jetzt genau richtig rotiert. Sehr schön. Dann kommt hier der Tisch hin, die Dinger da drauf, dann kommst du wieder weg. Und hier können wir einfach direkt aneinander Dinge klatschen. Bam. Tada, Zimmer 1. Ach ja, halt die Stifte noch. Macht das so Sinn? Irgendwie schon. Achso, siehst du, sind jetzt eigentlich alle Räume gleich angeordnet. Das heißt, ich kann auch überall die interne Aufteilung gleich machen. Ha, voll nice. Ja. Okay. Also einmal Copy und Paste. So. Einmal Licht. Dass wir immer so komplett useless rotiert sind. Lol. Aber gut, Hauptsache es wird dann noch eingerenkt. Auch wenn das ungesund aussieht. Haben wir hier alles? Doch, sieht gut aus. Ein wunderschönes Zwei-Personen-Zimmer. Alles, was noch fehlt, sind Gardinen. Und ja, ich weiß, es gibt Gardinen, aber ja. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, sowas zu machen. Vor allem, weil wir ja hier so ein relativ großes Fenster haben.
Müssen wir gucken, ob es dafür überhaupt Gardinen gibt. Nicht, dass wir dann hier irgendwelche Mann. Also nicht das deutsche Wort geteilt, sondern gecachelt. Das englische Wort dafür heißt Teil. Das wollte ich gerade sagen. Also geteilten Gardinen haben, die dann kacke aussehen. Boing. So, füllen wir uns noch die Bücherregale und dann haben wir's. Perfekt. So. Ich mache mal die Bücherregale, ich mache mal ganz hinten. Das macht ja so überhaupt keinen Sinn. So macht das mehr Sinn. Tschüss. Gute Nacht. So. Ach, seht ihr, die Räume sind jetzt hier gespiegelt. Na gut, kann ich auch einfach gespiegelt anordnen, ist ja kein Problem. Geht's also hier los. Genau. Achso, das ist natürlich die Lampe, mit der Lampe blöd, muss ich mal raufklettern, damit ich die auch entsprechend richtig positioniert hinregeln kann. Und die Bücherregale. Tja, die passen sogar. Ach nee. Doch. Ja, jetzt muss man dann oben gucken, ob es nämlich passt mit dem Bücherregal mit den Dingern da. Zur Not muss ich denn in der oberen Etage die Bücherregale immer ein bisschen anders anordnen. Weil wir da diese Kabelschächte haben und damit nichts an die Wand montieren können. Genau das Problem, was ich ja damals meinte, dass es denn mit Probleme gibt es denn beim Anordnen der Dinge, die dann direkt an der Wand stehen oder an der Wand befestigt sind. So, du darauf. Dann einmal da, ein Stuhl. Und, ups, wir haben noch gar keinen Tisch gemacht. Wer macht denn sowas? Was? Perfekte Position einfach. Warum haben wir noch 14 Tischbeine? Da passt irgendwas nicht ganz. Haben wir uns irgendwie verrechnet? Oh, jetzt habe ich. Ach nee, ist doch alles richtig, alles korrekt. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Eben, wir haben ja bloß noch 6 Zimmer. Und pro Zimmer 2 Tischbeine, das passt ganz genau. Das ist alles korrekt. Geht schneller als gedacht hier mit dem Einräumen. Doing, doing. Tja, damit sind die Zimmer dann quasi schon mal fertig. Dann brauchen wir bloß noch den Empfangsbereich und den Innenhof machen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was wir mit dem Innenhof machen. Ja. Aber, genau. Oh, die Leiter kann ich eigentlich mal weg. Die macht hier keinen Sinn mehr. Hier oben kommt man eh nirgendwo hin. Von daher müssen wir uns dann sowieso dann noch mal überlegen, was wir da machen. Ob wir dann irgendwie mal eine Außenleiter anbringen oder sowas. So, und hier haben wir nämlich jetzt das Problem. Moment, bin ich jetzt eigentlich blöd? Ich habe unten gerade die Schalter gar nicht gesehen. Wo waren denn jetzt hier unten die Schalter eigentlich? Wait. Wir haben hier unten noch gar nicht die Taste hin. Warum sagt mir das denn keiner? Wir haben unten noch gar nicht die Beleuchtung hingebaut. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Scheiße. Scheiße? Tja, dann müssen wir hier nachher noch dann später mal irgendwie mal nur mal die Decken aufreißen und dann auch die Wand entsprechend aufreißen. Das dann passt das ja hier mit den Bücherregalen dann auch nicht. Da muss ja hier auch das eine Bücherregal dann weg und an die Wand ran, zum Beispiel. Dann machen wir das auf jeden Fall jetzt schon gleich. Oh Gott.
Hallo? Geht doch. Das kann heiter werden. Ja, das ist das, was man im Volksmund als dumm gelaufen bezeichnet. Ich meine, die Wände sind zum Glück schon dafür vorbereitet, weil wir haben hier eine doppelte Wand drinne. Das heißt, das wird kein Problem, aber wir müssen es halt noch machen, ne? Mit der Beleuchtung hier unten. Dumm gelaufen. Echt dumm gelaufen. Ah ja. Mal gucken. Wie gesagt, ist es wahrscheinlich erstmal die letzte Folge. Und bis ich dann vielleicht irgendwann mal wieder aufnehme, habe ich es dann garantiert sowieso wieder vergessen. Das heißt, das wird uns dann vielleicht in 50 Folgen irgendwann nochmal wieder auffallen und dann können wir es wieder dran setzen. Ja. Da, der ist dumm gelaufen. Genau, hier klappt alles. Zum Glück. Hier passt alles gerade so hin. So, noch Tisch. Was ist da draußen los? Das klingt da wie ein illegales Straßenrennen. Passt das so? Passt so. Licht aus. Kein Bock mehr hier. Ich komme mal wieder an hier. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Bei dem Bett sieht es am beklopptesten aus, wenn es da erstmal irgendwie komplett falsch positioniert ist. Hallo? Ja, leuchte mich an. Kein Respekt mehr hier. So. Dann noch die Bücherregale. Cool, noch 4 Zimmer und dann haben wir es geschafft. Also zumindest die Innenrichtung. Wie gesagt, fehlt noch eine ganze Menge. Auch der Vorraum fehlt noch komplett. Und hier oben müssen wir noch gucken, was wir mit dem Glasdach machen. Wie wir da den Durchbruch machen, dass doch das Sonnenlicht durchkommt. Das war ja eigentlich die Intention dahinter. Das heißt, müssen wir das Dach entsprechend noch frisieren. Ja. Da habe ich aber noch keinen Plan, wie wir das da genau designtechnisch ja, realisieren. So, was jetzt? Das Bett. Genau. Bücherregal haben wir schon. Sehr gut. Ach ja. Wir bin ja aber doch relativ froh, dass es sogar mit der Anordnung so gepasst hat, dass hier hinten nichts ist. Das vereinfacht uns die Sache tatsächlich ungemein. Nein, halt so und dann so. Ja, genau. Danke. Dip und dip und dip. Dip und dip und dip. Perfekt. Absolut perfekt. So. Gleich sind wir fertig. Dann haben wir es geschafft. Ja. So, du kommst noch da. Von das Witzigste mit dem Bett, das Bett könnte ich sogar hier hinstellen, dass es quasi nach da und da geht, weil das Bett hat ein Body Mesh von. Ne, ich kann es mal ganz kurz zeigen. Gut, ich meine, es würde sowieso hinpassen, weil die hier drunter ist sowieso frei. Aber selbst wenn ich das Bett jetzt, sagen wir mal, hier hinbaue, man kann es halt einfach in die Wand reinbauen. Das funktioniert halt trotzdem. Ist ein bisschen komplett sinnfrei, aber es ist. Ach komm, ja. Siehst du, man kann es in die Wand reinbauen. Auch wenn man es nicht geplant hat. Ja.
Das Bett ist so ein bisschen komplett. Ein bisschen losgelöst. Warum haben wir noch einen Stuhl übrig? Habe ich hier in einem Zimmer jetzt irgendwie gerade einen Stuhl vergessen in den letzten. Ja, tatsächlich, hier. Weil ich da den Stuhl nämlich zu früh platziert hatte. Da war der Tisch noch gar nicht fertig. Naja. Sowas kommt davon, wenn man seinen gewohnten Ablauf durcheinander bringt. So, hier wird noch die Lampe. Tada. Und jetzt kommt wieder das letzte Zimmer. Hallo, 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 danke. Schlimm ist das. So. Genau. Ja, das ist genau so geplant. So und so. Was? Hä? Warum geht das nicht? Nehme ich halt dich. Danke. Na komm. So. Und jetzt noch die Bücherregale und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Alle Zimmer sind bezugsfertig. Perfekt. Ich meine, gut, es können sowieso noch keiner einziehen, weil es noch gar keinen Empfang gibt. Ne? Aber da müssen wir wieder so eine Laptops bauen. Oder ich mache einfach den Empfang klassisch, also ohne Laptops, dann müssen die alles mit Handbuch führen. Easy. Hat man das früher auch so gemacht, ne? So, gucken wir mal. Ich würde hier gerne mal endlich mal einen Zaun reinbauen. Damit das Ding auch mal punkto Sicherheit mal ein bisschen, punkten kann. Aber wir haben ja noch massig Zaun. Da gucke ich mir einfach mal, welche Farbe der hat. Na komm. Ach komm, warum nicht? Ach so, ist wieder Quietscherzaun. Oh Gott. Nee, den würde ich dafür eher nicht verwenden. Das ist zu hell. Moment mal. Einer von den beiden wird ja so rötlich, oder? Ich muss mal kurz gucken hier. Na komm. Okay, der ist gräulich. Der. Ich würde fast den hier nehmen. Das passt zum Hotel von der Farbgebung her am ehesten, weil der hat halt so einen. Der hat halt einen Farbton und damit, ne? Farbiger Zaun passt in das Gebäude nicht wirklich rein optisch gesehen. Sollte schon neutral sein. Stöcker haben wir nicht dabei. Egal. Wir haben sowieso keine Stöcker mehr, fällt mir gerade mal ein. Wir müssten uns also sowieso welche machen. Und wir haben tatsächlich kaum noch Holz. Wir müssen also auch die Tage dann mal wieder Holz uns beschaffen. Oh, das Dach sieht gut aus. Das Dach sieht genauso riesig und imposant an den Fanny mit der Hand aus, wie es sein soll. Gut, sieht hier alles noch ein bisschen nackt aus. Wir müssen hier echt noch dekorieren. Das sieht hier ein bisschen, ja. So, jetzt, genau, Geländer. War ich gerade schon wieder am überlegen, was ich eigentlich bauen wollte. Nee, da brauchen wir noch mehr Holz für. Na komm. Hallo? Hallo. Danke. So, und jetzt kommt. So. Machen wir erstmal nur 10. Wobei das bei weitem nicht reicht. Das können wir direkt vergessen.
Hallo? Da. Wow, hat genau für einmal hier oben gereicht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich noch mal mindestens genauso viel. Für unten. Und ja, ich meine, hier kann man zwar nicht genug so runterfallen, aber ich will trotzdem hier auch eine Absperrung haben. Damit das, was auch immer da drin ist, ein bisschen vor Menschen geschützt ist. Ah. Allein der Grund, dass hier Menschen langlaufen, ist eine Legitimation dafür, alles zu schützen, was irgendwie geht. Denn wie wir alle wissen, sind Menschen immerhin Menschen und ja, was muss ich noch mehr dazu sagen? Ist ja nicht so, als wenn Menschen einen guten Ruf hätten, oder? So. Oh. Na komm, dann mach ich nochmal vier. Nein. Hallo? 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 Danke. So. Danke, danke. Danke, danke. So, perfekt. Ja, was ich hier mache, muss ich sowieso nochmal überlegen, ob ich hier einfach tatsächlich einfach wieder zumache oder ob da irgendwas Sinnvolles noch hinkommt. Und hier, wie gesagt, machen wir dann wahrscheinlich alles einfach mit Erde. Und dann pflanzen wir irgendwelche Bäume rein. Zwar nur normale Dschungelbäume. Macht das Sinn? Aber wer sagt, Mammutbaum passt hier nicht rein? Und irgendwie was Grünes sollte da schon rein. Wir probieren einfach mal ganz kurz. Haben wir überhaupt Dschungel-Saplings? Jetzt mal so gefragt. Doch, Dschungel-Saplings müssen wir haben. Doch, doch, da haben wir. Haben wir. Eben da war da hinten ein paar Bäume gefällt. Im Rahmen unserer Holznot, die wir jetzt schon wieder haben. Tatsächlich. Hallo. Aber ja, so ist das Leben. Echt, dass wir echt kein Holz mehr haben. Das ist heftig. Das ist echt ein bisschen heftig. Warum haben wir hier Saplings? Wollten wir die nicht immer hier drinnen lagern? Aber gut, dann machen wir die allgemein in die andere Kiste. Dann wird die Kiste immer wieder ein bisschen leerer. Das tut der Kiste ganz gut. So, soll das gewesen sein? Na komm. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Bei Fuß. Das geht doch. Okay. Ich würde aber gerne ein bisschen abgesondert haben. Da. 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 Du kommst mal nach da. Wir haben sowieso so viel Scheiß drin. Das können wir alles verbrennen. Das können wir verbrennen. Das können wir verbrennen. Wir können hier erstmal. Alter, wir haben so viel Müll hier drin. Wie? Mehr als die Hälfte von dem, was hier drin ist, ist Müll. Einfach nur Müll. Das ist doch nicht mehr ansehnlich. Das ist doch. Wer macht denn so einen Scheiß? Fuck. Das muss noch da und das muss noch da. Ja. So. Wir brauchen. Truppensetzling, zwei Stück. Da brauchen wir Erde. Und Spitzhacke haben wir dabei. Sehr schön. Aber das Schöne ist, weil da schon ein bisschen grüne Erde drin ist, breitet sich dieses Grüne auch aus. Siehst du, wir können ja gleich mal ein bisschen hier Dünger mitnehmen. Dann können wir da drinnen nämlich auch richtig Gras pflanzen. Weil Gras wächst leider von sich aus nicht. Glaube ich zumindest. Nicht, dass ich wüsste. Achso, halt, falsche Kiste. Die. Ach, dieser Terror. Also, was auch immer diese Dame da macht. Der Server ist ganz schön. Aber die ist bloß in der Höhle. Und was für eine Höhle ist sie da drin? So, nein, das war die falsche Kiste. Wir brauchen. Whatever. Sehr schön. Oh Gott. So, du kommst mal nach da. Das geht wieder ratzfatz.
Naja. Naja. Doink. So. Ach ja, eigentlich könnten wir die Erdsäule noch eins hochsetzen. Egal, zu spät. Die Erde trage ich jetzt nicht wieder ab. Außerdem ist das so ein bisschen tiefer gesetzt, auch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde gerne da einen Tropfen setzen und da einen Tropfen setzen. Und dann in der Mitte. War das Linksklick oder Rechtsklick? Es war Linksklick. Sehr schön. So, okay. Rest breitet sich das von alleine aus. Da müssen wir jetzt nicht nachhelfen. Höchstens bei den Bäumen. Bin mal gespannt. Und? Kommt da etwas oder eher nicht so? Hat das schon gereicht oder hängt das Server einfach nur wieder? Oh Mann. Ah, ich glaube, das Server hängt. Aha. Gut, das hier muss natürlich ab. Das sieht ja aus wie eine Fehlgeburt. So, warum wächst der Baum hier nicht? Zu dunkel kann es nicht sein. Das wäre bei dem Baum genauso gewesen. Geht doch. Bei dem muss ich nur einmal klicken und hier muss ich fünfmal klicken, damit der wächst. Ah, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Unser kleines schickes Hotel mit einem schönen Empfang. Ja, das ist doch geil. Ah, perfekt geworden. Das ist gut. Das ist perfekt. Das ist schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Schön, schön, schön. Schön, schön. So kann es bleiben. So muss sein. So soll es sein. Easy. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's dann für heute. Ach, was siehst du, wir haben wieder Holz bekommen. Na, guck mal einer an. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Klatsche. Klappe. Halt die Klappe. So. Holz kommt in die dafür vorgesehene Kiste. Wenn sich der Zauber mal beruhigt. Okay, nee, komm. Kein Bock mehr. Gut, in dem Sinne möchte ich nochmal sagen, ich hau mit V. Bis irgendwann mal.